Oh, bin ich müde. Zum Glück ist heute nichts los. Na los, vorwärts! Hey, Kollege, aufwachen! Wir haben ja einen neuen Gefangenen! Und damit herzlich willkommen bei Pandido und unserem Unboxing von der Playmobil City Action Polizeistation. Ui, und schaut euch das mal an, wie cool die schon von außen aussieht. Also auf dem Karton meine ich. Hier hinten sehen wir nochmal, was alles drin ist. Und mein persönliches Highlight jetzt schon ist ja dieser Gangster, der da dabei ist. Mit diesem, also der sieht ja unheimlich schick aus, das muss man ja ehrlich mal sagen. Der hat eine coole Frisur, der hat ein ziemlich cooles Outfit. Aber gut, dazu später mehr. Würde ich sagen, wir reißen jetzt hier erstmal alle Tütchen auf und beginnen mal Schritt für Schritt mit dem Aufbau. Also, das ist ja eine Mitnehmen-Polizeistation und deshalb ist hier auch zum Beispiel oben dieser Henkel. Und im Prinzip ist das ganze, die ganze Station schon fertig, zumindest von außen. So, die können wir jetzt ja quasi aufklappen. Auch innen ist es schon, ja, vorgestaltet, wenn man so will. Wir müssen nur noch ein paar Dinge zusammenklipsen, aufbauen, an ihren richtigen Platz stellen. Und, ja, dann könnt ihr eigentlich schon anfangen loszuspielen. Und es gibt ja noch ein, zwei richtig coole Dinge in diesem Set, die das wirklich, ja, wertvoll machen, könnte man sagen. Aber das schauen wir uns dann auch zu gegebener Zeit an. Okay, jetzt, während dieser ganzen Zeit, ich hier rede, habe ich schon mal hier die Gefängniszelle aufgebaut, zumindest das Gefängnistor. Okay, hier kommt jetzt noch, ups, hier das Seitenteil dran. So, das kann ja schon stehen. Hier zuvor, bevor wir die aber anbringen, kommt hier noch dieser Boden quasi rein. Und zwar hier hinten unter diesen beiden Fenstern, da ist die Zelle. Und dieser gelbe Pippus, der muss genau in dieses Loch, zack, einmal so, das ist der Boden. Und jetzt kann hier auch das Zellentor dran. Dafür brauchen wir aber noch eine weitere Seitenwand, sonst macht die wenig Sinn, sage ich mal, wenn keine Wand dran ist. Okay, die ist jetzt also auch dran, die Wand, und kommt jetzt hier hinten in die Ecke. Einmal mit diesen gelben Püpseln kräftig drücken, so, überall fest. Es soll ja keiner ausbrechen hier. Ja, das passt. Alles klar. So, dann haben wir hier zum Beispiel noch das Kontrollpult. Da kommt diese kleine Konsole von hinten einmal reingedrückt. Na, passt es? Ja. Ja, passt. Okay, und einmal Klappe zu, damit das auch von hinten hübsch aussieht. Dazu gibt es dann noch ein Telefon, das haben wir hier. Das müssen wir einmal hier an der Seite durch diese kleine Öffnung fädeln. Und nach vorne, so, und dann hält es nämlich auch da drin. So, einmal einhaken. Na, willst du wohl, Hörer? Jetzt hab ich's. Okay, damit ist auch dieses coole Kontrollpult hier beinahe fertig. Es wird, glaube ich, nur noch das Mikrofon. So, jawohl. Genau, und das kommt jetzt hier hinten erstmal in die Ecke. So, und damit der Officer, der hier Bereitschaft hat, nicht die ganze Zeit stehen muss, sage ich mal, bauen wir ihm jetzt hier noch seinen kleinen Tresen. So, auch da kommt ein Mikrofon dran. Na, ja, die gehen immer ein bisschen schwierig rein, die Mikrofone. Das ist mir schon mal aufgefallen, aber jetzt habe ich es. Perfekt. Okay, hier drüben haben wir noch die Alarmleuchte. Falls mal irgendetwas schief gehen sollte, wird dieser Alarm ertönen. Okay, diesen Tresen, den stehen wir jetzt einfach irgendwo auf der Schwarze, das könnt ihr euch völlig frei aussuchen. Noch dazu im Set ist auch noch ein cooles Motorrad, ein Polizeimotorrad. Das ist schon beinahe fertig, nur noch das Vorderteil dran stecken. Zack. Okay, und weitere Deko-Teile stelle ich euch jetzt noch dazu. Oh, ich bin so müde, zum Glück ist heute nicht viel los. Los, beweg dich! Hey, Kollege, aufwachen! Wir haben einen neuen Gefangenen! Wie? Oh! Los! Ist ja gut, Mann! Alles klar, ich bringe ihn in die Zelle. Ja, mach das, geh wieder auf Streife. Bis später! Na los, du hast ihn noch gehört! Ab in die Zelle mit dir! Hört's noch? Ist ja gut, Mann! Coole Frisur übrigens. Ich hau mich wieder aufs Ohr. So. Pflicht erfüllt. Bis später. Oh, er schläft. Das kann ich doch ausnutzen. Okay, mal sehen, ob ich dieses Gitter hier vielleicht irgendwie... Das muss doch irgendwie zu machen sein. Ha! Was für eine schlampige Bauart. Oh.
Wow, das ging ja leichter als gedacht. Okay, nicht zu viel weg hier.